Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banner Saga. Bevor wir weiterreisen, noch kurz in die Ausrüstung hier schauen, zu den Heroes, die Helden. Huch, mindestens eine deiner Einheiten ist verletzt. Verletzte Einheiten können kämpfen, halten jedoch einen Stärkeabzug in Höhe der Anzahl der Tage, die sie schon verwundet sind. Sie genießt im Laufe der Zeit. Dann nehme ich den vielleicht mal kurz raus, pack die Alette wieder rein. Level 3, wir haben sowieso noch keinen mit Level 3. Helden ans. Achso, so komme ich da hin, okay. Kann ich noch nicht befördern? Ihn kann ich befördern. Dann tun wir das doch, ja, kostet mich 5 Ansehen. Vielleicht ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Schilder kaputt machen. Und die Anst. Achso, ich habe ja bloß 2 Punkte bestätigen. Mogun habe ich nicht noch. Der kann gerade noch nicht. Die kann auch noch nicht. Ja, ne, dann befördern wir ihn halt einfach. Weiter. Schild und Schild zerbrechen und selber Schild stärken. Okay. Kann ich ihn? Ihn kann ich. Mit dem kann ich gar nichts machen. Okay. Huch, wollte ich gar nicht. Warte mal, dann kann ich ihm auch nichts geben. Falt, nein, puh, das war zu schnell geklickt. Nochmal, ich wollte suchen, ob ich einen auf Level 3 habe. Nö, okay. Hat sehr voll gelohnt. Nämlich nicht. Okay, soll ich jetzt noch einen Tag resten? Obwohl wir eigentlich haben eine gute Moral. Müsste jetzt eigentlich nicht sein. Ja, dann würde ich sagen, weiter. Ach, da ist die weiterreisen. Schauen wir, ob es mal einen ruhigen Tag gibt. Aber ich bezweifle so ziemlich. Und direkt wieder durchschnittliche Moral. Hätte ich doch rasten sollen. Alette geht still neben der Karawane her. Sie ist etwas distanziert, seit ihr das Dorf verlassen habt. Während einer Pause kommt Otlife zu euch. Zur Erinnerung, Otlife war ja die Frau vom Oberhaupt aus Skogre. Alette, ich hab was für dich. Otlife hat das lange Banner geholt und gibt es mit einem warmen Lächeln an Alette weiter. Was wird das denn? Denn das, andersrum. Ich hätte gehofft, dass du alle Ereignisse als Grogr in das Banner einnehmen kannst. Komm ein andermal zu mir, Rook, dann reden wir. Ehe du etwas entgegen kannst, ist sie gegangen. Vater, bist du jetzt das Oberhaupt? Ich weiß nicht. Sieht ganz so aus, das muss ich wohl später herausfinden. Weiß nicht, sieht ganz so aus. Eins von den beiden würde ich jetzt wählen. Ich weiß nicht. Oh, das heißt dann, ihr seid beide im Moment still, während Alette das Banner entfaltet. Otlife hat mir das Nähen beigebracht. Sie spricht sehr anerkennend von dir. Können wir den Teil über Mutter lesen? Du nickst. In das Banner ist die Geschichte der Familien Skogres im Laufe der Zeit eingenäht. Das ist in allen Städten üblich. Deswegen auch Banner Saga. Die Lichtgeschichte ist in diesem Banner eingenäht. Ich wünschte, sie wäre hier. Andererseits bin ich froh, dass sie es nicht ist. Ja, mit den ganzen Wütern da, naja. Der Abschnitt eurer Familie ist kurz, aber Lette hat ihn farbenprächtig gestaltet. Warum sagst du das? So muss sie das alles hier nicht erleben. Wüter, die Frucht von zu Hause und. Warum musstest du diese Männer töten im Dorf? Ich meine, wenn ich fragen darf. Sie hätten andere getötet, ich mache mir mehr Sorgen über dein Verschwinden. Ich muss eine harte Entscheidung treffen. Weil die Wüter entsetzlich sind. Immer wenn wir gegen sie kämpfen müssen, will ich nur weglaufen. Aber zu, dass sie halt auf meine Antwort hier reagiert. Aber ich will niemanden töten, bitte. Ach, deswegen ist sie verschwunden, okay. Bist du mir böse? Ich war froh, dass du das nicht willst. Nein, schon gut, vielleicht muss es eines Tages sein. Ich bin froh, dass du es nicht willst. Ja, töten ist eigentlich eine schreckliche Sache. Das will, glaube ich, so niemand, zumindest jeder gesunde Menschenverstand. Elette quittiert dies mit einem Lächeln, dann wird sie wieder ernst. Ich würde es wohl tun, wenn es unbedingt sein müsste. Aber muss es das? Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, Vater. Ich glaube, du meinst deine Sache gut.
Sie umarmt dich, ihr verbringt die übrige Zeit gemeinsam und sie näht neue Verse ins Banner. Zum Guten wie zum Schlechten, Skogas Geschichte ist jetzt deine Bürde. Schaut so aus. Das plötzlich ihr Oberhaupt. So, jetzt können wir mit der Lett reden, mit Oddlife reden. Die hat uns ja irgendwas zu sagen. Mal schauen, was sie von uns will. Wie geht's denn, Ott? Ich bin in Ordnung. Zuerst nicht, wenn jemand Liebes stirbt, dauert es eine Weile, bis man es begriffen hat, heißt es. Ich habe es sofort begriffen. Die Leute sagen mir, ich sei eine starke Frau. Kurios, mein Vater nannte mich Oddlife, bevor ich überhaupt geboren war. Er wollte unbedingt einen Jungen. Starke Frau, was heißt das überhaupt? Ich fand den Ausdruck noch nie toll. Das bedeutet, dass du zurechtkommen wirst. Die Leute sehen zu dir auf. Machen wir das, ist noch relativ positiv. Verstehe mich nicht falsch, aber ich will nicht dafür bekannt sein, dass ich mich rasch über jemanden hinwegtrösten kann. Ja, okay. Wenn ich nichts fühle, während mein Mann stirbt, halten die Leute mich für stark. Wenn ich weine, weil mein Inneres in Flammen steht, gelte ich als schwach. Warum fühlt sich das so rückständig an? Tut mir leid, Rook, es war hart. Ich weiß nicht recht, was du sagen sollst. In all den Jahren, die du die Frau des Oberhaupts schon kennst, war dies wohl schon euer längstes Gespräch. Du hast nach mir schicken lassen? Ja, es geht um das Banda. Ich habe lange darüber nachgedacht. Er hat mich gebeten, es dir zu geben, wenn etwas geschieht, weißt du? Warum mir? Seine Familie, du sollst es tragen. Was hättest du getan? Puh. Ja, warum gerade ich? Also, ja. Er hat sich immer auf dich verlassen, Rook. Es sollte meines sein. Ich könnte es tragen, aber ich habe darüber nachgedacht, warum er dich benannt hat. Ich verstehe es. Sie werden keiner Frau folgen. Die Familien würden fortgehen, unser Banner würde geteilt. Trotz der starken Frau würde dir keiner folgen. Traurig. Ich glaube, sie würden dir folgen. Ich würde für dich einstehen. Du hast vermutlich recht. Sehr, sehr passend sogar. Schau, es geht nicht nur um unsere kleine Stadt. Was geschieht, wenn wir mal etwas von einem anderen Clan brauchen? Was passiert, wenn jemand denkt, er kann uns ausnutzen? Ich glaube, dies ist es, was geschehen muss. Ich werde mein Bestes tun. Das glaube ich auch. Sieh mal, ich weiß, dass ich dies hier in die Länge ziehe. Die Wahrheit ist, dass mein Mann und ich nie Kinder haben konnten. Ich will nicht, dass unser Banda hier endet. Bei dir und Alette wird es sicher sein. Ich weiß, dass du dich um sie kümmern wirst. Sie legte die Hand auf die Schultern, bevor sie zurück ins Lager geht. Plus 5 Ansehen. Yay. Puh, schwierig, schwierig. Haben wir jetzt wieder gute Moral auf einmal? Tatsache. Weil wir kurz rasten, oder wie? Ja, schwierig für sie. Sie hätte eigentlich das Anrecht auf das Banner, aber ich weiß ja nicht. Prinzip ist ja auch so eine Art Männerdomäne. Da wird die Frau jetzt nicht so extrem respektiert, dass man ihr folgt. Sie ist zwar als starke Frau bekannt, wie man gerade aus dem Gespräch erfahren hat, aber ob die Leute ihr denn auch wirklich folgen würden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Sollen wir jetzt nochmal eine Runde rasten, aber eigentlich, wir haben gute Moral. Fassung für 13 Tage zwar noch. Will ich jetzt auch nicht unbedingt riskieren. Reisen wir weiter, wir müssen nach Frostwirr. Es dürfte ja, glaube ich, gar nicht mehr so weit sein, oder? Huch. Bei einem kleinen Abzweig suchen dich einige Kämpfer auf. Sie haben etwas Gepäck dabei. Wie kennen diese Gegend, meint einer. Wir haben hier viele Jahre bei Verwandten gewohnt. Wenn sie noch hier wohnen, müssen wir sie warnen von dem, was kommt. Mit Glück stoßen wir innerhalb einer Woche wieder zu euch. Die können wir Glück wünschen, sie müssen den Vorräten versorgen, darauf hinweisen, dass jeder tun lassen kann, was ihm beliebt. Meint ihr, dass ihr da draußen leider überleben werdet? Ihnen sagen, dass sie gebraucht werden. Fragen wir sie mal. Die Männer sehen einander an, dann antwortet einer, darum müssen wir ja gehen, hier draußen ganz allein. Unsere Wand sind so gut wie tot. Sie überprüfen auch immer die Riemen ihres Gepäcks, dann brechen sie auf.
Okay, dann bis später. Minus 8 Kämpfer. Da ist Frostwehr. Wir sind bald da, wir sind bald da. Ach Gott. Es werden neue Beschwerden über Raffens Wartres zugelöstes Saufen laut. Diesmal ist der Mann über Zeltlein gestolpert und hat sich versehentlich durch ein Lagerfeuer gezogen. Was zur Hölle, woraufhin fast ein Vorratskragen abgebrannt wäre. Was ist mit dem kaputt? Andere Klammergeläute schon sowohl den Wagen als auch Raffens als sein Bein. Dann bringen sie ihn zu dir, das geht so nicht. Ihn physisch bestrafen, ihn verbieten in der Nähe der anderen zu lagern. Diesen Mann soll ab sofort nur noch Wasser trinken. Der kriegt keinen Tropfen Alkohol mehr. Raffens Vater erklärt sich betrunken einverstanden und lallt deine Gespräche zu verbessern. Ich glaube, das war auch ein Fehler. Viele Zuschauer schnauben und rollen ihm die Augen. Rollen mit den Augen, aber sie wenden sich wieder im Alltag zu. Du bezweifelst, dass es allzu lange dauern wird, bis Raffens wieder etwas anderes als Wasser zu trinken findet. Egal, was du sagst. Ja, das habe ich auch irgendwie das Gefühl. Aber physisch bestrafen gleich? Finde ich etwas hart. Hüter ertönt ein Schrei aus dem hinteren Teil der Karawane. Er kommt von Raffen noch nicht schon wieder, dem Dauersäufer, der auf dich zustolpert. Sehr nüchtern sieht er nicht aus. Er schreibt noch einmal und zeigt auf einen Punkt in die Ferne. Die Karawane verfällt in Angst und die Kämpfer ziehen ihre Waffen. Doch die ausgeschickten Kundschafter können nichts finden. Bald ist Raffens Wartre wieder von wütenden Männern umringt. Raffens Vater aus Karawane verbannen, ihn von den Clanmitgliedern bestrafen lassen, gegen Wüter wappnen. Aber aus der Karawane verbannen ist so hart. Das ist eigentlich so ziemlich ein sicherer Tod. Boah, das kann ich nicht, nee. Gegen die Wüter wappnen und das Ignorieren ist auch irgendwie schwachsinnig. Wenn die nichts sehen, dann sollen die Clanmitglieder mal hier die rechte Faust walten lassen. Raffens Wartre wird schnell und gründlich verprügelt. Oh. Er fleht um Gnade. Vom nächsten Metrug fährt er erschrocken zurück. Der Rest der Karawane scheint ganz zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Ja, das ist nicht lustig. So, aber wir sind jetzt gleich in Frostwehre. Once a strong, thriving city. The walls of Frostwetter now just keep the howling winds at bay. With luck, they'll hold out against Dredge as well. Und da sind wir. Frostwirr. Wie lang die Karawane inzwischen ist. Wird's eigentlich ganz süß gemacht, das habe ich aber schon mal gesagt. Da unser Banner. Ganz schön lang, die Geschichte. Du drängst dich durch die, das geht dann noch weiter, zahllosen, bleichen, eingesunkenen Gesichter, die seit Tagen vor Frostwelle festgefroren zu sein scheinen. Die Tore sind geschlossen, am Fuße des Hügels hältst du an. Hier stimmt was nicht. Das sieht nicht gut aus. Warum sind so viele Leute auf den Feldern? Wir können nicht einfach so im Freien bleiben. Outlife findet dich zwischen den zahlreichen Flüchtlingen. Rook, ich habe mit ein paar der Frauen hier gesprochen. Es wird niemand in die Stadt gelassen. Weswegen? Sie ist überlaufen mit Varl aus Blotzbalgr und Grauhorn, Leuten aus Mitra und allen Dörfern in der Nähe. Die Wüter sind überall. Und das Oberhaupt von Frostwehr hat sich in seiner großen Halle verbarrikadiert. Da haben sie die Tore geschlossen. Wenn die wiederkommen, färben sich diese Hügel rot. Wir müssen da rein. Puh, wir werden irgendwie über die Mauern kommen. Ich will mehr über das erfahren, was drin vor sich geht. Halten wir fürs Erste bedeckt und warten, was geschieht. Wohin könnten wir denn sonst gehen? Ich will erstmal mehr erfahren. Es sind viele Leute bei den Rasthäusern und den Toren versammelt. Wir könnten herausfinden, was sie wissen. Wie sollen wir denn reinkommen? Das Tor ist doch zu. Ich kann das Tor öffnen. Mal sehen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, bevor wir die Tore einschlagen. Ich wollte es nicht einschlagen, nur sehr stark drücken. Auch die Möglichkeit, aber vielleicht ist jetzt nicht gerade die geschickteste Idee.
So, wir können zum Market schauen, Skate gehen, hier wieder unsere Helden anschauen oder in die Runde rasten. Oder wir beenden mal kurz die Folge und sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir versuchen, hier nach Frostwirr durchs Tor reinzukommen oder zumindest eine Möglichkeit zu finden, dort irgendwie reinzukommen. Bis dahin, ciao.